Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review von Phil Filler. Heute habe ich leider keine Tinte zum Reviewen da. Das macht aber nichts, wir basteln uns einfach eine. Und zwar in der Inkwities Filler Bubble wurde versucht, einen Farbton von einer Tinte zu kreieren, der an ConPG herankommt. Ich fand persönlich auf den Bildern die Tinte sehr schön und jetzt versuche ich die einfach mal nachzumischen, weil das Rezept, das gibt es auch in der Füllerbubble, habe ich übrigens unten verlinkt. Und schauen wir mal, wie die Tinte in Wirklichkeit ist. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen Diamond Polar Glow, das ist die schöne Schienentinte, und Rohrer und Klingner Blumare. Das Ganze funktioniert so. Wir geben drei Teile Blumare in die Tinte und ein Teil Polar Glow. Und dann gucken wir mal, was rauskommt. Fangen wir an mit der Mischung. So, die Tinte habe ich jetzt gemischt und ich würde jetzt sagen, die lasse ich jetzt einfach mal ein, zwei Tage ruhig stehen und gucke, ob es irgendwelche Reaktionen gibt, weil man soll ja Tinten, die von verschiedenen Herstellern kommen, nicht einfach mischen, weil es könnte eine Reaktion entstehen, die könnte dann den Füllfederhalter schaden und Rohr und Klinger und Diamond weiß ich jetzt nicht, ob die kompatibel sind. Ich lasse jetzt einfach mal ein bisschen stehen und schaue dann in zwei, drei Tagen, wie es der Tinte so ergangen ist. Ich habe aber gelesen, Rohre und Klingner Tinte, die Tinten könnte man untereinander mischen. Also das wäre jetzt kein Problem. Aber da jetzt das Rezept wahrscheinlich auch wegen dem Sheen Polar Glow war, also Bestandteil, ja, gucken wir mal, wie es funktioniert. Also sieht jetzt schon gar nicht so schlecht aus. Ja. Dann sage ich mal, bis gleich. Ciao. So, jetzt habe ich das Glas hier ein paar Tage stehen gelassen und es ist nichts ausgeflockt. Es sieht aus wie eine Farbe. Man sieht auch keinen Farbunterschied, dass sich jetzt irgendwas abgesetzt hat. Also hat sich gut verbunden. Ich kann es einfach mal jetzt in den Füller einfüllen. So, hier habe ich mal ein Stück Tomeo River Papier. Das Papier habe ich freundlicherweise von Big G zur Verfügung gestellt gekriegt, weil ich wollte mal wissen, wie das Papier so ist, von denen alle schwärmen. Da werde ich jetzt ein wenig mit der Tinte spielen und dann gucken wir mal, wie das Ganze dann aussieht gegenüber Hiroshi Zuko Konpeki. Da George zum Beispiel mit einem Q-Tip hier alles verwischt, dachte ich mir, ich mache das mal mit einem Spachtel. Ob man da jetzt viel Unterschied sieht, weiß ich nicht. Wird sich zeigen. Mit dem Spachtel, denke ich mir mal, kriegt man hier feiner die Tinte aufs Blatt Papier gezogen, so wie sie vielleicht mal aussehen wird, wenn man mit einem Füller schreibt. Da zieht man ja auch quasi mit der Stahlfeder oder der Goldfeder ja einfach bloß so einen Strich und ist dann auch nicht so dick aufgetragen. So, fangen wir mal an. Ups. Deswegen nimmt man wahrscheinlich auch besser eine Pipette. Naja. Na. So,
Wer mir jetzt sagen kann, was das für ihn darstellt, dieser Tintenklecks, schreibt mir das bitte in den Kommentaren und wir alle können dann bewerten, was er dann so sieht und wie es mit seiner Psyche aussieht. Ich lasse das jetzt einfach mal trocken und dann vergleiche ich das gegenüber Hiroshizuku Konpeki, wie es jetzt, wo der Unterschied liegt, ob man einen sieht. Naja, schauen wir mal. Bis gleich. Zwischenzeitlich ist das Tomoe River Papier getrocknet. Hier sehen wir dann das Do-It-Yourself-PG 1.0. Es hat hier einen schönen Farbverlauf, also gefällt mir eigentlich ganz gut. Man sieht hier von dem Dunklen geht es dann ins Helle, also sieht eigentlich recht ansprechend auf dem Tomoe River Papier. Man sieht hier auch, dass hier ein leichter rötlicher Schien hier mit drin ist. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Dagegen können wir jetzt hier die Hiroshizuku Konpeki sehen, also die Originale. Die ist vom Farbton her, ja, was soll ich sagen? Die ist einfach heller. Also die ist jetzt, das geht mehr ins Türkise, die Do-It-Yourself-Peki. Und die Hiroshizuku Konpeki geht halt eher ins Blaue. Das ist jetzt hier ein strahlendes Blau. Sieht auch ganz gut aus. Hier habe ich dann auch roten Schienen mit drin, wie hier auch. Wie gesagt, das geht mehr hier ins Türkise und das ist mehr so ein kräftiges, strahlendes Blau. Ja, also der Farbton ist jetzt, ja, kann man sagen, es sieht ähnlich aus, aber es ist nicht der Farbton. Deswegen ist auch die Version 1.0. Wobei ich muss sagen, dass die Hiroshizuku Konpeki sieht halt hier ja, wie ein leuchtendes Blau aus. Das gibt es von anderen schon. Da finde ich zum Beispiel das Nudlers Navajo besser als das Hiroshizuku Konpeki. Aber wenn man das jetzt hier auf dem Tomoe River Papier sieht, ja, sieht aus wie ein strahlendes Blau. Das können andere auch. Ist jetzt für mich persönlich jetzt nur nicht so besonders. Das Do-It-Yourself-Peki in dem türkisen Farbton gefällt mir persönlich jetzt hier, ja, ich würde gerade sagen, finde ich besser. Kommen wir zu einem kleinen Farbvergleich. Hier habe ich die Do-It-Yourself-Peki Version 1.0. Sie ist doch ein wenig türkiser geworden als die Hiroshizuku Konpeki. Die Do-It-Yourself-Peki besteht aus Diamond Polar Glow und Blue Mara. Das Ganze kann man jetzt so vergleichen. Hier habe ich die Diamond Polar Glow. Wenn es jetzt ins Dunklere gehen sollte, hätte ich hier noch die Krishna Moon View, die KWZ Walkover Wistula, Berlin Notebook Number One Blue. Wenn es jetzt ins Türkise ein wenig gehen sollte, habe ich hier die Pure Pants Celtic Sea, Diamine Türkis, Pelikan 4001 Türkis und was ganz Helles, Aubin Bleu Azur. Kommen wir nun zu einem Schreibbeispiel. Es geht um die Tinte Do It Yourself. Peki Version 1.0. Den Test führen wir durch auf einem Rodia Dotpad mit 80 Gramm pro Quadratmeter. Hier habe ich einen Kaweco Sport Classic in F. The Quick Brown Fox jumps over the lazy fließt sehr schön.
Hier habe ich ein KW Gusti Sport in M. Die Quick Brown Fox jumps over the lazy duck. Zweiter Durchgang. Wieder ein Kaweco Sport Classic, diesmal mit einer B-Feder. Jetzt machen wir hier einen Wassertest. Ja. 21, 22, 23, 5. Kommen wir zum Wassertest. Verschmieren wir das hier noch schön. Und gucken, was passiert. Während die Tinte noch trocknet auf den Rhodia Dot Pad, möchte ich euch einfach mal meinen Test auf günstigerem Papier vorstellen, den ich gemacht habe mit der Tinte. Habe ich mit einer Glasfeder geschrieben, also Do-it-yourself Picky Version 1.0, und zwar auf einem Brunnen Studente Ringbuch mit 70 Gramm pro Quadratmeter. Das Papier selbst ist jetzt nicht so füllerfreundlich. Sehen wir gleich. Man sieht hier habe ich mit dem Kaweco Sport in einer B-Feder geschrieben. Die Tinte hier, man sieht es leicht. Es gibt hier ein leichtes Shading, also ganz leicht. Da, wo jetzt die Tinte ein bisschen, ein wenig dicker aufgetragen ist, ist es dunkler als an den Stellen, wo es jetzt leicht nur aufgetragen ist. Also man sieht hier bei dem B, das wird richtig kräftig dunkel, das geht schon ins... Ja, ich würde sagen, ins dunkle Blau, dunkelblaue eher. Im Gegensatz hier habe ich mit dem Spot, nein, das ist ein Sport F, habe ich geschrieben, und da sieht man schon hier im Unterschied, ist es viel heller. Also es kommt wirklich darauf an, wie stark die Tinte jetzt hier trocknet, also wie viel Tinte auf dem Papier kommt, also je mehr Tinte auf dem Papier kommt, umso gesättigter ist die Tinte, je dunkler wird es. Also hier sieht man ganz stark. Hier ist es sehr, also sehr wenig Tinte, es ist heller. Und hier kam viel mehr Tinte aufs Papier, da ist es schön dunkel. So, hier habe ich auch nochmal einen kleinen Farbauszug gemacht. Ja,
Schauen wir uns die Rückseite mal an. Man sieht hier, wo ich mit der Glasfeder ein bisschen umhergegangen bin, da hat jetzt die Tinte durchgedrückt. Das sieht man hier an den Stellen. Bei der normal jetzt hier B-Tinte würde ich mal behaupten, hier oben, das ist auch noch Glasfeder. Also hier, wo mit der Glasfeder geschrieben wurde, so ganz leicht an manchen Stellen hat es halt durchgedrückt durchs Papier. Aber hier, wo ich mit der B-Feder nur geschrieben habe, da scheint es jetzt quasi nur durchs Papier durch, obwohl hier ganz leicht drückt es durch. Aber ansonsten leuchtet es jetzt hier einfach nur durchs Papier durch, weil es halt doch etwas dünner ist, das Papier, und deswegen kommt es halt so durch. Aber es hat jetzt hier nicht sonderlich durchgedrückt. Da, wo jetzt hier die F-Feder war, da würde ich sogar behaupten, da hat überhaupt nichts durchgedrückt. Also man sieht es halt nur durchscheinen. Hier, wo ich meinen Tintenauszug gemacht habe, also hier mit den Tintenklecks und dann verzogen, da sieht man jetzt hier, dass es dann doch echt durchgedrückt hat. Aber das war halt auch viel Tinte. Ja. Also ich persönlich muss jetzt sagen, also hier sieht man, ganz leicht sieht man hier, ich weiß nicht, ob man es auf dem Bild sieht, ganz leicht sieht man hier ein Shading. Aber wirklich ganz leicht. Obwohl die Iroshizuku Konpeki, ich finde, die shadet zwar, aber auch nicht so besonders. Da gibt es Nudlers Navajo, das shadet viel, viel mehr. Ja. Ich finde jetzt hier die Do-It-Yourself Peki, finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Gut, wenn das jetzt hier, je nachdem wie viel Tinte halt rauskommt, wie flüssig es halt rauskommt, je dunkler wird es. Also hier geht es eher ins Türkise, würde ich mal sagen. Und hier geht es schon ins Dunkelblau-Türkise. Also eigentlich finde ich den Farbton doch recht schön. Ja. Was mir hier aufgefallen ist mit der Glasfeder, da sieht man, da franzt es ein wenig aus. Also die Tinte hier, die franzt aus. Wenn man sich jetzt hier die B-Feder anschaut, dann franzt die Tinte auch aus, würde ich mal behaupten. Ja, sieht so aus. Bei der F-Feder jedoch, naja, leicht vielleicht. Aber ist halt wahrscheinlich dem Papier geschuldet. Wir haben jetzt hier Do-It-Yourself Peki auf dem Rodia Dotpad. Und es ist immer noch nicht trocken. Also ist jetzt hier bestimmt schon der Fleck. Weiß nicht, trocknet irgendwie. Dauert ewig. Ist ja fast wie Tomoya River Papier. Naja, fangen wir mal an. Hier sieht man auch wieder mit der Glasfeder geschrieben. Da ist es wieder dunkler. Hier mit der Sport kann man jetzt hier vergleichen. Ich knicke das mal. Ich würde behaupten, auf dem Brunnenpapier, also hier auf den günstigeren, kommt mehr ein türkiser Stich raus. Beim Rodia Dotpad ist es dann doch etwas dunkler. Mit der F-Feder. Hier bei den Übergängen, also hier ein Strich gezogen, hier zwei Striche gezogen, hier drei Striche gezogen, da sieht man eigentlich, also es kommt halt hier aus dem Parallelpen von Pilot kommt halt echt viel raus. Das sind 6 mm, also da kommt schon viel Tinte raus. Ja, also es wird eigentlich nur dunkler, obwohl hier schon vom zweiten zum dritten Übergang, naja,
Ich würde sagen, so viel Unterschied ist da jetzt nicht mehr. Hier bei der M-Feder, da würde ich sagen, da hat die Farbe richtig schön geshadet. Also es gibt hier so einen richtig schönen Farbverlauf. Der gefällt mir eigentlich ganz gut. Also es ist ein schönes Papier, das Rhodia-Papier, um hier mitzuschreiben. Bei der B-Feder, da sieht man wieder, im Unterschied zum M-Feder, da wird es wieder richtig schön dunkel. Was hier noch mehr ins Türkise geht, geht es hier schon ins Dunkelblau-Türkise. Und hier sieht man auch, dass doch hier schon mit der B-Feder noch ein Farbverlauf da ist. Also gefällt mir eigentlich ganz gut, die Farbe. Beim Wassertest sieht man jetzt, wasserbeständig ist sie überhaupt nicht. Ich bin jetzt hier dreimal mit dem Pinsel drüber gegangen und man sieht alles verschmiert. Also wenn ich jetzt damit Notizen machen würde und da wird Wasser drauf kommen, ist weg. Ich sehe es nicht mehr. Getrocknet ist es hier bei 22 Sekunden. Also dauert schon etwas länger beim Trocknen. Was man hier sieht, also es sind jetzt hier 20 Minuten vergangen und es ist immer noch nicht trocken. Aber man sieht hier schon schön, dass hier so ein Farbverlauf ist. Eigentlich recht gut. Jetzt gucken wir uns die Rückseite mal an. Hier bei dem Rhodia-Papier würde ich behaupten, bis auf hier, wo der riesen Tintenklecks drauf gemacht worden ist, also so viel Tinte selbst hier oben, wo ich die Übergänge gemacht habe, hier ist es nicht durchs Papier durchgekommen. Also nicht wie hier. Also durch das günstigere Papier geht halt die Tinte durch, aber jetzt hier geht es nicht durch. Und hier sieht man natürlich bei dem riesen Tintenklecks, da kommt es dann natürlich durch. Und hier, selbst wo es nass ist oder nass war, würde ich mal sagen, kam die Tinte auch nicht durch. Also das Rhodia ist schon ein schönes Papier. Ja, bis der Tintenklecks jetzt hier endgültig getrocknet ist, warte ich nicht. Das hat man ja schon bei dem Tomoe River Papier gesehen, wie das Ganze jetzt hier aussieht, wenn es getrocknet ist. Ja. Kommen wir mal zum Fazit. Ja, zum Fazit. Also die selbstgemischte Tinte macht Spaß, sowas mal zu mischen. Also von der Inkwitis Filler Bubble initiiert. War ziemlich lustig, mal sowas zu machen. Ist, wie ich finde, keine schlechte Tinte geworden, aber vom Farbton her ist es halt keine Contepeki. Wobei ich persönlich die Contepeki ehrlich gesagt auch nicht so besonders finde. Da finde ich die Nudlers Navajo viel, viel besser. Also die shadet einfach viel besser. Aber hat natürlich auch nicht so ein schönes Glas wie das Contepeki-Glas. Das ist ja einfach geil. Ich habe jetzt zwar kein Contepeki-Glas, aber das ist ein Tsukiyo-Glas. Und hier sieht man, dass in der Mitte ist halt hier nochmal so ein kleiner Brunnen, wo ich jetzt hier mit der Feder direkt eintauchen kann und ich kann auch den letzten Rest hier aus dem Brunnen, aus dem Glas raushauen. Also die Gläser von Iroshizuku, also von Pilot, die sind schon ziemlich geil. Wie gesagt, es ist keine Iroshizuku geworden, kommt nicht ganz hin, aber man muss sagen, es ist eine schöne Tinte, macht Spaß, die mal zu mischen. Wenn man jetzt die Zutaten hat, kann man sicherlich auch mit ähnlichen Farben mischen. Ich finde, das ist eine schöne Tinte. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Rest. Da werde ich jetzt noch ein bisschen was mit schreiben. Und ja, dann war es das mal. Dann versuche ich mir als nächstes Mal vielleicht eine schöne blau-schwarze Tinte zu kreieren. Hab da jetzt Rohr und Klinger Königsblau und das Leipziger Schwarz. Mische ich einfach mal sehen, was rauskommt. Ja. Ich hoffe, euch hat das Review gefallen. Ihr mischt vielleicht auch mal was. Vielleicht habt ihr eine Idee, wie man jetzt mit der Tinte mehr an Contepeki rankommt. Schreibt es einfach mal in den Kommentaren. Würde mich freuen.
Und vielleicht auch, was er zu dem Farbton haltet. Vielleicht findet ihr den ja so toll, dass er jetzt die Do-It-Yourself-Picky für euch persönlich öfters mischt. Dass ihr die jetzt auch so mal benutzt. Also, vielleicht hat man die zwei Farbtöne jetzt hier, also Holy und Blumare, eh zu Hause. Und dann kann man das mal mischen. Mischt es da einfach mal nach und schreibt, was er davon haltet. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn wir uns wieder hören und sehen. Macht's gut. Ciao.